Guck mal, das Teil ist von da oben nach da unten gefallen. Hat die wahrscheinlich mitgenommen. Gut, mal gucken. Finden wir ihn hier? Ghoul? Ich bin Ghoul. Da ist er. Hä, jetzt hab ich's wieder hingekriegt. Ich hab keine Ahnung, wie ich das hingekriegt hab. Lol. Wie hab ich's hingekriegt? Ich hab gedrückt gehalten. Und dann hat er den einfach so genommen und geschmissen. Hä, komisch. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt hab. Jo, hat das von selbst gemacht. Und der Ghoul ist dabei mit einem Wurf gestorben. Bin zu fett. Die sind echt praktisch, die Dolche. Die machen immer so ein kleines Lichtchen. Mal kurz speichern, weil ich weiß nicht, was da für Fallen sind. Drachenklauenschwert. Ich fühle mich damit unwohl. Es ist unangenehm, es zu halten. Das sind böse, gefährliche Waffen, Saret. Waffen der Drachenritter. Sie waren heilige Fanatiker, die im Bunde mit dem siebten Drachen versucht haben, deinen Vater zu ermorden. Okay. Aber wir können es noch nicht ausrüsten, weil wir haben noch nicht genug Stärke. Was ich mich ja gerade frage, wo soll ich hingehen? Was hat dieser Hebel gerade gemacht? Ach, das hat der hier gemacht. Achso, okay. Alles aufgeklärt. Wer macht sowas bitte? Also wirklich, wer macht so einen Mechanismus? Gott. Da hinten liegt was. Speichern. Oh! Ring der Arkan. Ich hab einen Ring gefunden. Ring des Phönix. Sollte nein. Da, Arkan. Bilanz. Gott! Ich drehe mich nur einmal kurz um, um mein Inventar zu überprüfen. Und schon sind hier wieder vier Untote. Na komm, Kopf ab. Super. Habt ihr alle gut gemacht. So, da sehe ich eine Druckplatte. Oh, das wollte ich gar nicht. Oh. Ihr seid nervig. Na komm, wir machen wieder dieselbe Taktik wie immer. Hinten hinstellen, Bogen schießen. So, so erledigt man das. Die können mich so anhauchen und mich vergiften. Wo kommst du denn jetzt wieder? Wer hat dich eingeladen?
Acht drauf. Monsieur, woher kommen Sie? Oh, ihr seid nervig, wisst ihr das? So viele Untote. Eigentlich könnte ich die auch alle lassen, weil es bringt mir nichts an Erfahrungspunkte. Ja, gerade beim Haufen gestört, nicht? Du wolltest mich vergiften, habe ich genau gesehen. Ich krieg ihn nicht getroffen. Ach ja, das sieht immer lustig aus, wenn der Kopf abfliegt. Ein Glück, dass ich das angehört bekommen habe. Mein Gott, schon wieder so viele. Ich krieg da keinen Fall durch. Schade. Machen wir mal kurz hier gucken. Was ist da oben? Lass mich mal da oben gucken. Sieht interessant aus. Was haben wir hier? Hinter mir. Nix. Nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Es ist gar nichts hier. Okay, gut. Plansch! Jo, wie geht das Tor jetzt auf? Hä? Wie geht das Tor auf? Ich muss jetzt noch irgendwo einen Hebel finden. Oder so. Irgendwie was zum Aktivieren. Muss ich das hier wieder zumachen? Damit das da aufgeht, ich weiß es nicht. Was ist da? Ein Sackgasse und da hinten. Irgendwo ist hier ein Hebel. Ich muss den Hebel finden. Wo ist der Hebel? Sagt es mir, wo ist der Hebel? Das ist mein Seil. Ach, ha! War so gut getarnt. Ich konnte es nicht sehen, tut mir leid. Wie lange nehme ich denn schon auf? Oh, gleich so eine Stunde, ich wollte gar nicht so lange aufnehmen. Höher geht's nicht. Du bist hin. Einfach mal ins Schwarze schießen. Man sieht ja nichts. Planschen! Damit machen wir das dann wieder zu. Okay. Schlag ins Wasser! Da ist irgendwas! Ah! Und Toter. Ah! Lecker. Und Totenbrühe. Du bist tot. Was steht denn hier? König Darius Papyrus, Anführer der Magie-Schwert-Armeen in den Blutkriegen. Möge seine Krypta ein Weg zu Ruhm, zum Ruhm sein. Was hast du denn bei dir gehabt? Hä? Hä? Geht's da weiter? Ja.
Kann ich mal kurz Nachtsicht haben? Nix. Sonst ist hier nichts weiter. Also einmal speichern und dann reinspringen. Yay, Grabblendung! So, mal gucken, was wir jetzt hier gleich kriegen. Oder was gleich passiert. Ich glaube, hier war ich nicht mehr. Oder? Ich weiß gar nicht. Wow, cool. Wo bin ich? Ich habe schon wieder ein Monster. Lebst du da oben? Okay. Ich nehme das als Nein, ja, war ja. Ich finde das Ganze hier ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Nur so ein bisschen. Weil das Ganze ist so verwinkelt. Oh, ich habe nicht hingeguckt, Entschuldigung. Wie hat er das durch den Dolch genommen, um zu schmeißen? Jetzt frage ich mich immer noch. Ich stand hier so, hab den Google gesehen. Hab gedrückt gehalten. Au! Achso. Oh, ich dachte, hinter mir steht einer. Ich mag euch nicht dafür, ja? Die sehen verlässlich aus. Gut, tot. Tja. Abgesehen von hier ein paar Untoten ist hier echt nichts Interessantes. Schade. So. Wird das jetzt auch erledigt. Oh! Mein Gott, ihr seid nervig, wisst ihr das? Noch einer. Oh, da hinten ist noch einer. Und da kommt noch einer. Ich liebe euch, wisst ihr das? Ihr seid nicht nervig. Ja, hauch mich noch an. Ich mag es ja, angehaucht zu werden. Oh, cool. Der war cool. Noch einer da. Wie viele gibt es denn von euch hier? Oh. Ich hau ab. Wow. Hör auf, mich zu erschrecken, ja? Jetzt habe ich es wieder hingekriegt. Ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Oder warte, ist das, wenn ich nur genug Adrenalin habe? Das könnte natürlich auch sein. Wenn ich jetzt gerade so nachdenke, ich gehe jetzt. Wir sind in der Nähe des Rubins des Todes, den man die Seele der Vettel nennt. Daher kommt diese grässliche Kälte. Okay. Lass mich dich mal treffen. Hör auf meiner Schussbahn zu patschen. Oh, da oben glitzert was. Da oben glitzert was. Ich will haben. Dem bin ich doch drauf gewesen.
Ich will haben. Was ist da? Gegengift. Da gibt's jetzt doch noch. Ne, das war mein Dolch, okay. Okay, ich bin runtergefallen. Na gut, dann gehen wir jetzt weiter. Ah. Wer von euch war das? Du kannst es nur gewesen sein. So, du noch aufs Maul. Dann gehe ich weiter. Warte. Was zum Teufel? Hab ich das gesehen? Der hat einmal zugeschlagen. Boom, boom. Tot. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Mann, Spiel. Oh, ich laufe jetzt weiter. Mir doch egal, ihr seid alle scheißegal. Ich lauf weiter. Wir sind in der Nähe des Rubins des Todes, den man die Seele der Welt nennt. Daher kommt diese grässliche Kälte. Ah, glaube ich dir. Oh, ich glaube, ich bin da. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Ich erst. Ich wollte es nicht. Ich war es nicht. Ich höre Geräusche. Was soll ich machen? Hilfe! Siegelig. Hab ich gemacht. War ja echt klein. Inventar ist voll. Boah. Brauchen wir nicht. Ich mach mal kurz hier ein bisschen Wirtschaften. Na, genug. Haben wir schon? Ja, gut. 3 Erfahrungspunkte dazu. Wir brauchen aber 8. Um das Nagerschwert zu tragen. So. Ja, ging schnell der Kampf. Und die Stelle kam mir sehr bekannt vor aus Skyrim. Müsste? Ja, okay. Was will man sonst ändern? Ein Typ steigt aus dem Grab raus. Ja, das ist halt standardmäßig. Das kann man nicht groß umändern. Wow, du hast mich beinahe erschrocken. Wie gesagt, nur beinahe. Wäre da nicht das Geräusch gewesen, was du von dir gibst. Was geht's denn jetzt weiter? Einfach mal speichern und hier gucken. Wo es geht hoch? Large. Hallo? Ja, danke, dass du es mir jetzt sagst, wo plötzlich 3 Gute um mich herum sind und ich tot bin. Ich aber zum Glück vorher gespeichert habe. Somit ist der Tod egal. Eigentlich wollte ich ja wieder laden, aber ich wollte nur mal zeigen, was man da oben so findet. Ja.
kann ein Rubin spüren, das Herz der Matrone. Rasch, es steht für Leben und Tod. Ja, wie soll ich denn da rankommen? Okay, das heißt, ich muss da oben dann lang. Okay, gut, ja, dann mache ich das so, dass wir uns hier dann das nächste Mal wiedersehen und dann gehen wir hier lang und besiegen die Ghule und so weiter. Weil ich muss jetzt noch alles rendern, damit ihr heute noch Videos bekommt. Also am Sonntag. Also gut, bis dann. Tschüss.